So, das war jetzt natürlich ein Test. Wie auch sonst, denn wir haben natürlich noch nicht bei der Aufnahme unseren Start-Movie-Befehl scharf gemacht. Also das Ganze wegnehmen, auf OK, schließe das Ganze und No Movie Started, wir sehen das hier. Jetzt funktioniert der ganze Spaß. So, die Aufnahme ist beendet. Wir sehen hier Started Recording Movie und Stopped Recording Movie. Wenn wir nun einfach mal in den Source-Ordner gucken, sehen wir Cam BVH. Sieht top aus. Hier einfach mal oben in den Header. 766 Bilder. Und bei C-Strike haben wir 765. Okay, ein Bild hat er wahrscheinlich hier nicht mit aufgenommen. Werden wir nicht vom Stern. Gut, das war's eigentlich jetzt auch zum ersten Part. Und ja, nachfolgend dazu werde ich jetzt noch ein Tutorial, denke ich mal, zu After Effects und natürlich zu Cinema 4D machen, aber natürlich auch zeigen, wie man jetzt den Import macht.